So, es ist was passiert im Spiel. So ein bisschen Zeit ist vergangen. Und ja, wir haben ja schon... es ist der 5. Stream, wo wir das hier jetzt machen. Und wir haben ja schon... Also wir schaffen pro Stream irgendwie 2 Jahre. Es ist schon ein langwieriger Prozess. Aber wir haben im letzten Stream echt mehr geschafft. Also ich glaube, wir haben so unseren Modus Operandi einigermaßen gefunden. Jetzt ist ein Ereignis wiedergekommen. Sohn eines Oligarchen festgenommen. Gestern wurde der Sohn eines mächtigen Oligarchen verhaftet, da er mit seinem Auto öffentliches Eigentum beschädigte. Sein Vater möchte, dass wir alle Anzeigen gegen ihn fallen lassen. Wie sollen wir reagieren? Möglichkeit 1. Der Sohn eines Freundes ist wie mein eigener Sohn. Lasst ihn frei. Puh. Zeigen wir diesen Leuten, wer hier das Sagen hat. Verhaftet den Vater. wir können die ganze Sache vergessen, aber dieser Frechdachs muss die Konsequenzen tragen, verpflichtet ihn zum Militärdienst. Das sind alles keine Optionen, die mir gefallen. Ja, ich habe gerade die ganze Zeit so als Kompass auch den Rechtsstaat vor mir. Und damit flog gerade eins nach dem anderen raus. Und ich hatte gehofft, dass Nummer 3 irgendwie, und dann kommt dieses verpflichtet ihn zum Militärdienst. Es ist ja jetzt hier alles gerade Blödsinn. Irgendwie, also den Vater verhaften, wozu? Bei dem ersten, also wer ist das Kind eines Diplomaten, oder jemanden aus dem diplomatischen Korps, dann könnte ich es ja wenigstens noch irgendwie für mich klarkriegen. Aber das ist ja, naja, das ist der Sohn eines Menschen, der sehr viel Geld hat. Mehr ist es ja jetzt irgendwie erstmal nicht. Und den Vater zu verhaften, ist aber genauso absurd. Was kann der denn dafür, was der Sohn gemacht hat? Also ja, das ist so ein bisschen, okay, absurd. Es ist ein Oligarch, der versucht Einflussnahme zu machen. Also verhaften wir doch mal den Vater, damit der nicht nochmal so Einflussnahme nimmt. So verstehe ich das, ist trotzdem, macht die Sache trotzdem nicht besser. Ja, genau. Ja, man könnte ihn verhaften wegen schlechter Erziehung. Also schlechte Erziehung bezog sich zwar auf was anderes gerade, aber das ist halt kein Grund, jemanden zu verhaften. Aber es wäre wenigstens irgendeine an den Haaren herbeigezogene Argumentation. Ja, ich meine, die Option 2 mit dem zeigen wir diesen Leuten, wer hier das Sagen hat, verhaftet den Vater. Da würde ich ja sagen, das ist noch etwas näher am Rechtsstaat, wenn auch nicht super nah. Aber da könnte man sagen, großer Oligarch versucht Einflussnahme auf die Regierung. Da würde ich doch mal sagen, verhaften wir und strengen eine Untersuchung an. Oh. Wäre. Also wenn wir das so argumentieren, dass der versucht hat, uns, weiß ich nicht, zu bestechen oder anderweitig. Naja, ne? Sein Vater möchte, dass wir alle Anzeigen gegen ihn fallen lassen. Das ist ja. Also wenn wir das so argumentieren, können wir das machen. Das ist jetzt nicht meine ist eine Frage der Argumentation. Ja, aber also so könnte ich das noch mit Rechtsstaat in irgendeiner Form verheiraten, jetzt gerade. Weil verpflichtet ihn zum Militärdienst ist halt so, Der schickt ihn auf die Militärakademie, damit er sich bessert. So. Nee, aber das, also wenn wir das so machen, wenn wir das so begründen im Sinne von, der Vater hat versucht, auf den Prozess Einfluss zu nehmen, hat uns vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas angeboten, dann kann ich damit leben. Wir könnten uns natürlich den Stress auch nicht machen und einfach 1 nehmen, aber ich weiß nicht, was uns wie wichtig ist. Ja, also die 3 Optionen gefallen mir alle nicht. Aber ich könnte halt den Rechtsstaat auferhalten und das hier machen, ist wahrscheinlich was anderes damit gemeint. Ja, das steht ja nicht da. Ja, genau. Also das, deswegen, man muss unbedingt aufschreiben, was man meint. Oder wenn jemand das nicht tut, dann am besten nochmal nachfragen, wie es gemeint ist. In diesem Fall eröffnet uns das die Möglichkeit. Ja. Also wir kriegen hier persönliche Kontrolle plus 1, aber unser persönliche Kontrollewert ist im Moment bei 0. Das ist okay, minus 20 AP ist okay, 32 Geld ist okay. Okay, Unzufriedenheit plus 5, wir haben aber kein Unzufriedenheitsproblem in unserem Land. Also die plus 5, die klingen ja auch wieder ab.
Ja, und unzufrieden sind sie ja überall. Ja. Oder? Ich erkenne leider nicht so richtig, wie unzufrieden sie sind, aber irgendwie, zumindest in den oberen beiden, ja, unzufrieden sind sie immer. Was meinst du mit unzufrieden sind sie immer? Ach so, nee, die Unzufriedenheit steckt doch in allen Bereichen. Ja, beim letzten nicht. Belana, mach's gut. Ja, komm, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ja, komm, lass uns den... Ah, ich weiß nicht. Ich will mich daran jetzt aber auch eigentlich nicht ewig aufhalten. Ja, das fragen wir uns auch, Parsec. Wieso gibt es nicht die Option, dass der einfach alles blechen muss und fertig? Genau. Warum gibt es die nicht? Das würde jetzt gerade vieles einfach machen. Ja. Spieleentwickler, warum? Warum gebt ihr uns so einen Mist? Ach, wenn wir wenigstens Militärdienst für alle hätten. Was, wenn wir den entwickelt hätten, dann könnte ich das auch noch irgendwie argumentieren. Ja, jeder musste Militär, dann halt er auch. Aber den haben wir ja auch noch nicht entwickelt. Ja, wenn wir einen Militärdienst für jeden hätten, dann müsste er da so oder eh hin, ohne dass er Scheiß gebaut hat. Also. Genau, und dann hätten wir eine Begründung. Warum ist der da noch nicht? Und dann schicken wir ihn jetzt. Und schon hätten wir das Problem nicht. Okay, gehen wir über Korruption oder schicken wir ihn zum Militärdienst oder lassen wir ihn laufen? Nee, ich würde sagen, zeigen wir diesen Leuten, wer hier das Sagen hat. Wenn der Vater bei uns an die Tür klopft und sagt, könnt ihr bitte die Anzeigen gegen meinen Sohn fallen lassen, würde ich sagen, was hast du gerade versucht? Da hat doch bestimmt irgendjemand das Tonband mitlaufen lassen, oder? Ja. Ja, komm, verhafte den Vater. Ich bin gespannt. Okay, und wir brauchen jemanden für einen Beratervertrag. Das ist für mich immer noch ein Minister irgendwie. Büro für nationale Sicherheit. Wir haben einmal Marcel Chehou, Raketenabwehrreichweite plus 25, keine Einheit angegeben. Oder Unzufriedenheit Zielwert in Provinzen mit nicht akzeptierten Kulturen minus 10%. Das sind zwei Sachen, mit denen ich jetzt irgendwie, da würde ich nochmal Geld und AP einsetzen, um zwei andere Optionen zu haben. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Persönliche Kontrolle, Zielwert plus 3. Ist jetzt nicht irgendwie etwas Erstrebenswertes, eigentlich. Mal gucken. Ah ne, nicht Diplomatie. Genau. Einfach mal persönliche Kontrolle plus 3. Weiß ich nicht, ob ich das möchte. Also wir brauchen es. Nein, wir brauchen es gerade nicht. Wir haben uns hier gerade irgendwie so ein bisschen unser super tiefen, entspanntes, demokratisches Land zurechtgebaut. Und müssen gerade nichts mit unserer eigenen politischen Macht durchsetzen. Das ist vielleicht irgendwann mal Thema, wenn wir, weiß ich nicht, eine andere politische Situation haben. Aber zurzeit haben wir das Problem nicht. Und die Raketenabwehrreichweite, das, ja, vielleicht zur Sicherheit, ist ja nationale Sicherheit. Aber wir haben halt auch den Raketenteil noch gar nicht weiter uns angeguckt und damit strategisch gedacht. Ja. Da würde ich fast noch einmal sagen, komm. Ja, würde ich auch. Wir probieren das nochmal. Hier. AP-Unterhaltskosten für Armeen minus 5. Wir haben ein paar Armeen. Ich meine, unsere AP sehen jetzt gut aus, aber nicht akzeptierte Kulturen haben wir halt nirgendwo. Nee, momentan nicht, ne? Ja, dann würde ich Levente Johnson nehmen. Ja, in unserer jetzigen Situation ist das, glaube ich, die richtige Wahl. Okay. Ganz zufällig ein VHS-Rekorder daneben.
der die Kamera aufgezeichnet hat. Und ja, Raketenabwehr, ja, falls irgendwer angreift, das muss ja nicht zwangsläufig Australien sein, sondern es gibt ja auch Leute, die haben eine Navy, also das ist wahrscheinlich für später in diesem Spiel nicht unerheblich. So, das Projekt Vereinheitlichung der Gesetzgebung wurde umgesetzt. Ein neues Integrationsprojekt. Genau, neues Block Projekt. Blockintegration. Da haben wir jetzt hier Vereinheitlichung der Gesetzgebung und dann könnten wir weitermachen mit Programm zur wirtschaftlichen Gleichwertigkeit, was wirtschaftliche Integration erhöht, BIP-Wachstums plus 0,02, Blockbeziehung plus 10, Arbeitslosigkeit minus 0,01. Das ist toll. Wäre jetzt oder schieben wir schnell, weil es 148 dauert. Wir könnten hier schnell Kernspaltung einschieben und wenn moderner Schienenverkehr abgeschlossen ist, wir dann das hier machen. Weil du möchtest gerne Kernspaltung haben. Ja, klar. Können wir gerne machen. Okay. Nee, ich möchte nicht gerne Kernspaltung haben, ich möchte gerne Laser haben. Ah ja, wir haben nicht genug Metall für Kernspaltung. Wir können Metall kaufen. Ja, wir haben ja auch, guck mal, wir haben auch so viel Geld. Ja, Metalle. Da würde ich mal 20.000 für einsetzen. Oh. Ja. Ja. Haben wir 1,3, dann ist aber auch echt unser Metall schon wieder ganz schön weg. Aber dann ist das so. Kein Unterhalt. Parsec fragt übrigens gerade, warum ich unbedingt den Laser will und ob es um einen CD-Player geht. Dabei Punkt 1, André ist Laserphysiker und wir haben vorhin eine kurze Runde eingelegt mit Sachen, die mit unseren Berufen irgendwas zu tun haben. Und bei mir war es die Förderung für Nichtregierungsorganisationen, und dann, die wir schon umgesetzt haben. Und ich habe mir gewünscht, dass André dann auch die Laser bekommt. Dann sind wir wenigstens auch mal beruflich repräsentiert in dem Staat, den wir regieren. Und bei dem CD-Player muss ich gerade an eine Werbung denken, die mich seit Tagen wahnsinnig macht. Das ist irgendeine Werbung für einen Automobilkonzern, für irgendein neues Auto. Und die haben hinten eine Musik mitlaufen. Und dann ist aber das Geräusch von der hängenden CD. Also ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, für diejenigen, die einen CD-Player hatten, wenn die CD einen Sprung hat und man dann ganz schnell aufsteht und irgendwie zum nächsten Lied weiterklicken muss. Also wenn die CD halt springt. Und dieses Geräusch ist die ganze Zeit im Hintergrund und das macht mich wahnsinnig. Oh Gott, das ist ja furchtbar. So zum Thema CD-Player und Laser und ich weiß nicht, ob ich zu alt für diese Werbung bin, weil ich dieses Geräusch noch höre, aber die macht mich wahnsinnig. Jedes Mal wieder und es ist auch laut und es ist präsent und ich will immer aufspringen und zum nächsten Lied weitermachen. Ich weiß nicht, welche Werbung das war, aber die ist echt anstrengend. Ja, aber wir machen jetzt Kernspaltung, damit ich bald den Laser erforschen kann. Genau, das ist nur für die Älteren gedacht, die noch Discs hatten. Ja. So, Kernspaltung. Disc mal mit ESP, cool. Oh, ja. Krass. Das war schon echt cool. Ja, und dann gibt's noch die mittlerweile leider tote Technologie der Minidiscs. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Fass. Ja, das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ich hab letztens Minidiscs gefunden. Oh. Hier, das war total spannend beim Aufräumen und Wegräumen. Und es waren Singles von Bands aus Halle, die haben das eine Zeit lang auf die Minidiscs gepackt, was total cool war. Cool. Aber ich habe halt kein Abspielgerät mehr. Okay, machen wir die Zeit wieder ein bisschen schneller an. Hier oben ist auch was passiert. Paraguay hat den Block verlassen. Mhm. Brasilien. Okay. Okay, Oligarch festgenommen. Jetzt gucken wir mal, welche Auswirkungen das hat. Andere Oligarchen sind wegen unseren Maßnahmen besorgt und versuchen langsam, ihr Vermögen außer Landes zu schaffen. Was sollen wir mit den verhafteten Oligarchen tun?
Wir lassen ihn frei, er hat seine Lektion gelernt. Wir stecken ihn wegen Korruption ins Gefängnis. Deswegen haben wir ihn verhaftet, oder? Das war unsere Begründung. Ja. Okay, warte, dann lass uns mal überlegen, was das jetzt für Auswirkungen hat. Ich glaube, der eine oder andere Staat fragt sich aktuell auch gerade, was passiert, wenn man, wenn das Geld von Oligarchen nicht mehr fließt. Die investieren bei uns, die kaufen, investieren in Unternehmen, in Immobilien, in Land. Wir müssen davon ausgehen, dass zumindest, wenn das Geld bei uns im Staat unterwegs ist, wir auch unser Steuersystem ja schon aufgeräumt hatten und so. Das müsste ja auch alles funktionieren. Aber was könnte uns jetzt noch passieren, wenn die jetzt ihr Geld abziehen? Wir wissen ja auch nicht, wie viele das sind und wie mächtig das so ist. Ja, genau. Anscheinend andere Oligarchen sind wegen unseren Maßnahmen besorgt und versuchen langsam ihr Vermögen außer Landes zu bringen. Also gar nicht er selbst, den wir dann jetzt freilassen, sondern andere, weil wir ihn festgenommen haben. Ich glaube, weil das jetzt gerade als Frage im Chat war. Ich habe nur gerade überlegt, wie sehr uns das jetzt stört. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wieso ich mir diese Frage überhaupt stelle. Weil grundsätzlich, wenn wir ihn anklagen wegen Korruption, das nachgewiesen werden kann, unser Rechtsrahmen hergibt, dass er dafür ins Gefängnis geht und er so verurteilt wird, dann geht er wegen Korruption ins Gefängnis und nicht, weil wir uns jetzt überlegen, schadet das oder schadet das nicht unserer Wirtschaft. Und deswegen bin ich wieder beim Nordstern-Rechtsstaat und würde sagen, wir stecken ihn wegen Korruption ins Gefängnis. Mir gefällt halt die Formulierung nicht so richtig, weil wir stecken ihn wegen Korruption ins Gefängnis. Sieht für mich nicht so aus, als ob da ein vernünftiger Prozess dahinter steht. Genau, da sind wir wieder bei dem Problem des Spiels, wir wissen es nicht. Wir können uns das gut argumentieren, wie ich das gerade versucht habe, im Sinne von, naja, da steht natürlich ein Rechtsstand dahinter. Ich würde aber, weil wir ja auf dieser Demokratie-Totalitarismus-Achse, die eh gerade offen ist, da stehen wir so weit auf der demokratischen Seite, dass wir ja ein Rechtsstaat sein müssen. Das geht ja gar nicht anders. Ja, aber wir eher auf der totalitaristischen Seite, würde ich es anders sehen. Ja, also wir haben jetzt, aber das hier ist quasi das Ergebnis davon, dass wir gesagt haben, wir nehmen den Vater fest. Das heißt, die Entscheidung, die wir hier treffen... Aber ist ja egal, weswegen. Wir haben, Horsti sagt es richtig, wir haben uns die Korruption ein bisschen herbeigeredet, um diese Option auszuwählen. Jetzt sind wir wieder hier und können halt auch auf dieser Basis, es ist jetzt halt schon, ich meine, wir können uns viel her diskutieren, aber das Spiel hat ja offensichtlich eigene Logiken, nach denen es dann entscheidet. Wenn es jetzt schon so angekündigt ist, dass andere Oligarchen das nicht so gut finden und eventuell mit ihrem Geld aus unserem Land abdampfen, ist es halt so, lese ich das hier halt auch so, dass da nicht ein Prozess dahinter ist, sondern dass wir das jetzt so entscheiden. Interessant, dass hier kein persönlicher Einflussnahme-Zielwert irgendwie mit bei ist. Oder wir lassen ihn frei, er hat seine Lektion gelernt, wäre halt dann so ein Signal mit, also würde ich so verstehen wie, Leute, hört mal, wenn ihr zu uns ankommt und sagt, könnt ihr bitte meinen Sohn freilassen, weil er Scheiße gebaut hat, dann passiert das hier, aber er kommt auch wieder frei. Ja? Mhm. Aber versucht uns nicht zu beeinflussen. Das hier ist eher so diese Karte und hier ist es so, ja, liebe Oligarchen, geht doch wieder, steht da für mich drauf. So, jetzt unabhängig von der Entscheidung, die wir vorher getroffen haben. Ich glaube, es ist okay, wenn wir eine Entscheidung für uns so rechtfertigen, wie wir das eben gemacht haben. Aber wir müssen uns, weil das Spiel weiß unsere Rechtfertigung dafür halt nicht. Also das Spiel weiß es nicht und wir nehmen aber dann jetzt auch schon selber an, dass das Spiel diese Logik hat. Wir wissen auch nicht, ob das die Logik des Spiels ist. Also Pasek sagt auch, es sind einfache Event-Chains.
wir gehen davon aus. Aber ich erinnere noch mal vorhin an diese Steuergeschichte oder an diese Inflationsgeschichte, wo wir auf einmal drei Varianten hatten, die sich auch alle irgendwie unterschiedlich ausgewirkt haben und wir auch nur durch hin und her diskutieren und auf eine geeinigt haben. Ja. Und im Sinne dieses, wir sind eine Demokratie, also wir sind eine sehr gute, ausgestattete Demokratie und deswegen gehe ich davon aus, dass wir ein Rechtsstaat sind und deswegen könnte ich auch dieses, wir stecken ihn wegen Korruption ins Gefängnis argumentieren. Ja. Aber ich kann total gut nachvollziehen, dass das, dass ihr auch sagt, naja, aber das im Sinne des Spiels ist das wahrscheinlich der Weg. Aber ich, ich wäre auch neugierig, was hier passiert. Ja, Parsec ist auch gut. Er gibt uns gerade eine Exit-Strategie. Wir lassen jegliche Moraldebatte weg und wir nehmen das, wo der, das Bruttoinlandsprodukt wächst. Okay. Wollen wir das machen? Das ist total spannend. Man muss nur die Entscheidungsgrundlage ändern und schon funktioniert. Großartig. Dann machen wir das. Politik. Ja, komm. Zack. Danke, Pausik. Die neoliberale Idee. Weiß ich nicht, Horsi. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Achso, wir haben jetzt... Wir haben investiert, 20 Tage können wir wieder nach AP-Punkten fragen. Das ist ganz spannend. Wir sind jetzt auch kurz vor Monatsende. Und was dann passiert, wird euch sehr überraschen, wenn der Juli vorbei ist, der Juli 2028. So, ich mache auf Pause. Wir haben 3.400 Aktionspunkte. Und wir sind im Plus und wir werden Australien demnächst wieder fragen. Was wir machen können ist... wir könnten... Wasserbesiedlung haben wir internationale Zustimmung bereits umgesetzt. Achso, wir brauchen 3.500. Habe ich mir falsch gemerkt. Wir könnten hier Gründung einer Spezialgruppe bestehend aus Schürfern, Geologen, Navigatoren und Wissenschaftlern, die das endlose Gewässer und die unbekannten Tiefen analysieren sollen und deren Tauglichkeit zur Besiedlung zu ergründen und die Leitung unserer Herrschaftsergreifung über das Wasser innehaben sollen. Das heißt, wir müssen hier noch mehrere Projekte umsetzen, die alle sehr viel kosten. Aber am Ende steht dann, dass wir Meeresgebiete übernehmen können. Also zu einer Provinz umwandeln und dann können wir irgendwann Städte auf dem Wasser bauen. Das sollten wir auch verfolgen. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen im AP, im Aktionspunkte Plus und dann sollten wir das machen, wenn wir diese Option haben. Mhm. War jetzt so mein Gedankengang. Ja, vielleicht steigt ja auch in den 100 Jahren der Meeresspiegel, dann sollten wir darauf vorbereitet sein. Waterworld. Jawohl. So als Insel. Ja, korrekt. Genau, machen wir mal ein bisschen schneller die Geschwindigkeit. Weil unsere Projekte dauern jetzt noch. Ich kann mal gerade gucken. Noch 4 Tage. Haben wir eine positive Aktion? Ja. Demnächst. Noch 4 Tage und dann fragen wir wieder nach... was sollen wir machen, ne? Nach Ask for Governmental Assistance. Australien hat immer noch 15.000 Aktionspunkte auf Kante liegen. Und da würde ich doch mal sagen, wir machen wieder 95 Erfolgschance, ne? Sehr gerne. Und dann können wir auch... Und Parsec merkt übrigens gerade bei dem steigenden Meeresspiegel noch an, dass Neuseeland ja bergig ist. Das ist schon völlig richtig. Also selbst wenn man Platz findet, wo die Leute wohnen können, aber man muss ja auch irgendwo noch Platz finden, um zu wirtschaften. Ja. Und das wird echt eine Herausforderung. Es ist halt dann kleiner, was schlussendlich zur Folge hat, dass die Menschen wahrscheinlich auswandern und woanders hingehen, bei weniger Platz. Hm. So, ich würde nochmal Wohlwollen von Australien erlangen wollen. Insofern wäre es schön, wenn sie nicht auswandern. Ja. Ja. Ich würde nochmal Wohlwollen erlangen wollen. Das können wir jetzt wieder. Und
diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. So. Pause. Das heißt, wir könnten jetzt die Wasserbesiedlung die nächste Stufe einleiten. Forschungsexpedition. Dann sind wir jetzt auch schon... Mhm. Ja, Metalle. Horsti hat vollkommen recht. Wir müssen mal was machen, dass unsere Ressourcen ein bisschen vorankommen. Und da habe ich auch noch eine Idee zu. Aber dann würde ich mal jetzt mal das hier einleiten, oder? Ja. So, läuft. Ich lasse es jetzt nochmal auf Pause. Wir hatten doch... Genau, 5-Sterne-Hotelanlage. Die haben wir schon aufgewertet. Weiteres Aufwerten. Dafür brauchen wir politische Ferienressorts. Das können wir uns leider noch nicht leisten. Da müssen wir ein bisschen noch Projekte umsetzen. Hier hätten wir noch ein Gebäudeschlitz. Oh Gott. Ja, sie haben es übersetzt aus Building Slot, haben sie Gebäudeschlitz übersetzt. Das ist auch krass. Naja, aber hier könnten wir halt auch noch was hinbauen und wir könnten halt, können wir eine Werft bauen? Nee. Was wir machen könnten, wäre halt nochmal eine Förderplattform. Dafür brauchen wir 5000 AP und wir bekommen plus 3 Metalle plus 6 Brennstoff. Das ist halt nicht sonderlich viel. Was ich aber nachgucken wollte, wäre, was passiert, wenn wir eine Förderplattform aufwerten? Wir brauchen dafür Bohrinseln. Und dafür kriegen wir plus 6 Metalle, plus 15 Brennstoff und Provinz Umweltzerstörungsmodifikator plus 2%. Das heißt also, Bohrinseln wäre etwas, was wir vielleicht in Umwelt anstreben sollten. Um unsere Metalle hochzusetzen. Mir geht gerade ganz viel kaputt. Wieso? Na, das mit dem, wir brauchen Bohrinseln. haben wir nicht noch was anderes? Was wir da machen können? Tja, ich kann mal gucken bei den Gebäudegeschichten. Wir haben ja hier auch noch Hochsee-Windpark. Ist auch eine Sache, die wir machen könnten. Hochsee-Windpark. Erforderliches Projekt ist Wasserkraftwerke. Und ich glaube, viel mehr können wir auf dem Wasser nicht machen. Können wir... Ja, Weltraumstationen, Mülldeponie und sowas können wir alles nicht auf dem Wasser bauen. Können wir Ferienresorts auf dem Wasser bauen? Nein. Gesellschaft... Da haben wir Hauptquartier der Vereinten Nationen, Parlament, NGO-Gebäude können wir auch leider nicht auf dem Wasser bauen. Eine schwimmende Stadt können wir auf dem Wasser bauen. Braucht ja, wahrscheinlich noch nicht, oder? Nationale Wassergesellschaften bei Infrastruktur. Schreibe ich mir auch mal auf. Oh, das klingt... Ja. Müssen wir mal gucken, wo das denn ist. Ich glaube, ich kann das auch... Es bringt uns Unzufriedenheitszielwert IME plus 1, Umweltzerstörungsmodifikator minus 1% und Bevölkerungswachstum plus 0,01. Das ist schon mal nicht schlecht. Das gefällt mir gut. Ja, nationale Wasser... Sind wir nicht weit von entfernt? Nationale Wassergesellschaften... Das ist schon ziemlich gut. Ich glaube, das müssten wir tatsächlich... Da ich grundsätzlich der Meinung bin, dass Wasser ein Allgemeingut ist, ist es nur für mich auch völlig folgerichtig, dass es eine nationale Wassergesellschaft gibt. Ja, dann sollten wir darauf hinarbeiten, dass wir in Infrastruktur die nationalen Wassergesellschaften haben, dass wir hier was hinbauen können, nämlich eine schwimmende Stadt, die wir dann wahrscheinlich aufwerten können. Was total super ist, weil wir ja gerade auch nur, also
es würde uns helfen, wenn mehr Leute in unserem Land wohnen würden, aber die müssen ja auch irgendwo unterkommen. Ja. Und so, insofern finde ich das total schön. Ja, das gefällt mir. Okay, ja, wir erforschen erstmal auch diese Sache, dass wir Gewässer unser eigen nennen können. Und dann macht es ja auch Sinn, die Technologie zu haben, dass wir schwimmende Städte bauen können, die wir dann wahrscheinlich auch noch weiter aufwerten können. Wenn wir dann so ein Wasserareal haben, dass wir da drin dann solche Sachen auch bauen können. Damit wir was haben, wo unsere Bevölkerung rumwohnen und Zeug erwirtschaften können. Ja. Ja. So, jetzt werden wir mal gerade gucken. Positive Aktionen. Investitionen dauert noch ein paar. Mehr als einen Monat. Ja, Vorsicht, dass aus der Wasserstadt kein Atlantis wird. Ja. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Das ist großartig. Wann können wir wieder um AP bitten? 31 Tage. Hey. Ja. Ja, also ich glaube, erst wenn wir bei den seltenen Erden und bei Metallen ein bisschen was finden, ich meine, das sollten wir vielleicht auch nochmal bei Umwelt gucken, dass wir da vielleicht einen Boost bekommen für Metalle und seltene Erden. Aber das wird vielleicht ja auch was, wenn wir einen neuen Distrikt dazu bekommen, dass da dann automatisch auch schon Einkommen aus für Metalle und für seltene Erden mit bei ist. So, Projekt moderner Schienenverkehr wurde umgesetzt. Hey. Da sind wir jetzt aber... Also, nationale Wassergesellschaften. Klicke ich mal gerade drauf. Wir haben zu wenig Metall dafür. Und ich glaube, wir müssen erst das erforschen. Warum zeigt er das nicht an? Weil wir wahrscheinlich nicht genug Metall haben. Ich werde mal noch ein bisschen Metall kaufen. Na. Will nicht zu sehr an unser Geld. Das ist schon teuer. 513 Einheiten kostet 20.000. Ja, wir müssen was für Metalle tun, ganz offensichtlich. Hier, plus 14. Ich kaufe das mal. Aber immerhin sind wir ja wieder bei einem Plus. Das ja. Das sind die kleinen Schritte, über die ich mich freue. Genau. Wir brauchen moderne Wasseraufbereitungsanlagen. Um das hier zu kaufen und dann können wir schwimmende Städte bauen. Und das hier wäre das nächste. Es ist nur eine Forschung. Eine relativ langzeitige. Aber es zahlt sich, glaube ich, aus. Ja, glaube ich auch. Wenn wir noch ein Gebäude bauen können und wir diesen Gebäudebauplatz endlich auch benutzen mal, ist das auf jeden Fall positiv, würde ich sagen. Also machen wir das hier. Und nicht ein Block-Integrations-Dingsi-Bumsi. Sondern arbeiten auf das Gebäude hin. Ne? Ja. Alles klar. Ja, die Block-Integration, da kommen wir auch langsam... Da haben wir jetzt auch schon relativ viel. Ja, genau. Wir können mal auf Block-Zusammenstellung gucken. Wir sind bei wirtschaftliche Integration bei 40%, militärische bei 10%. Soziale Integration 25 und wissenschaftliche Integration bei 40. Das ist schon nicht schlecht. Genau, ist nicht zu eng verwoben, aber auch so, dass es wehtun würde, wenn Australien jetzt aus dem Block austritt. Ja. Genau. So, wie sieht's hier aus? Noch 16 Tage.